Chance. Sabitzer. Sabitzer! Und Tor! Fala, Dala! Super Tor! Herzlich willkommen zur 12. Folge EAFC, Borussia Dortmund-Karriere. Ja, wir neigen uns so langsam einer sehr entscheidenden Phase. Wir spielen gegen Union Berlin, dann gegen in St. Pauli, zu Hause gegen Augsburg und in Leipzig. Ich schätze mal, dass irgendwo zwischen St. Pauli, Augsburg und Leipzig noch das eine oder andere Champions League Achtelfinalspiel auf uns wartet, weil das wird Zeit, denke ich, im März. Also, vielleicht kommt da also noch ein Champions League Achtelfinale dazwischen, dann lassen wir die Leipzig-Partie auf die nächste Folge verschieben, aber das wird sich dann im Laufe der Folge zeigen. Jetzt geht's erstmal zu Hause gegen Union Berlin ran. Doch vorher gibt es die Jugendscout-Berichte. Wir haben ja einmal nach dem Achter in Italien geschaut. Wir haben aber aktuell ziemlich wenig Platz, deswegen muss ich die Wenn erstmal hier noch im Scouting-Fokus lassen, wenn da denn so viel Talentiertes dabei ist. Das sieht ja eher weniger danach aus. Zwei, die ganz okay sind. In Kamerun wollten wir den neuen Eto'o finden. Da schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben zwei Stürmer, die auf jeden Fall ganz gutes Potenzial haben. Vor allem dieser Bacci hier, der sieht sehr gut aus. Wir haben selber über Social Media vermeldet, dass wir Kuto permanent verpflichtet haben. Haben es sogar auf Englisch gemacht für die internationalen Fans und in einer Codeform für wen auch immer, mit diesem Eurozeichen 36 und den ganz verschiedenen A-Buchstaben. Darunter hat die Relegation der zweiten Bundesliga kommentiert: dürftige Leistung von unserer Mannschaft, Hashtag enttäuschend. Logisch. Dann redet noch irgendwer über Zauberei, da fehlt dem wohl der ewige Edin oder so. How do I meet the strangest man? They always seem to find me. Und die Bundesliga beschwert sich, was war das denn bitte? Stabil, stabiles Feature von EA Sports. Unsere Aufstellung gegen Union Berlin sieht wie folgt aus. Kurbel steht im Tor, die Innenverteidigung bilden Süle und Schlotterbeck. Die Außenverteidigung bilden Hato und Kuto. Auf der 6 steht Groß, daneben Sabitzer. Auf der 10 steht Brandt. Die Flügel machen Adeyemi und Bakayoko und vorne spielt Girassi. Das Spiel gegen Union Berlin werden wir simulieren und hoffentlich gewinnen. 3:2 können wir gewinnen. Girassi trifft, Benisch trifft für Union, dann treffen Adeyemi und Sabitzer und Volland trifft nochmal für Union Berlin, aber es reicht zum Glück nicht. Ja, wie ich erwähnt hatte, wir spielen vermutlich Champions League im März und das ist auch eingetroffen. Wir spielen anstatt Leipzig heute in Bergamo und in der nächsten Folge werden wir auch vor dem Leipzig-Duell das Rückspiel gegen Bergamo haben. Ja, da wir jetzt unter der Woche in Bergamo spielen, werde ich das Spiel auf St. Pauli ein bisschen mit Rotation angehen. Kobel steht im Tor, die Innenverteidigung bilden heute Anton und Schlotterbeck. Süle werde ich dann hoffentlich gegen Bergamo benutzen können. Benzweini und Kuto spielen auf den Außenverteidigerpositionen. Groß und Metscher machen die 6er Position. Adeyemi und Duran will heute spielen von Anfang an auf dem Flügel. Reiner spielt auf der 10 und vorne steht Seru Girassi im Sturm. Reiner macht das gut. Reiner mit dem Schuss, aber Burchardt kann den Ball parieren. Giovanni Reiner spielt den Ball zu Groß. Groß macht das gut. Groß macht das wunderbar. Schöne Einzelaktion von ihm und er vollendet diese Aktion auch und trifft. Ja, jetzt nochmal die Aktion. Guter Ball von Reiner auf Groß, der sich da gut durchsetzt. Und dann wird einfach geskippt von EA. Danke. Reiner sieht Seru Girassi. Stimmt gerade mit dem Rücken zum Tor. Jetzt Reiner macht den Lauf nicht, kriegt den Ball trotzdem. Reiner mit dem Schuss, aber der knapp am Tor vorbei. Kuto spielt dazu einen Matcher, der schießt einfach mal aus der Distanz. Und der Ball passt perfekt in den Winkel, da kommt kein Keeper der Welt mehr ran. Und damit führen wir mit 0:2. Ja, hier sehen wir es nochmal. Guter Ball von Kuto, der in der letzten Folge seinen Vertrag verlängert hat, beziehungsweise was heißt verlängert, wir haben ihn verpflichtet. Da könnt ihr auch gerne auch vorbeischauen, falls ihr es verpasst habt. Und dann haut ein Matcher den aus gut, ja was ist das, 23, 24 Meter rein in den Winkel, wo der Keeper nie im Leben rankommt. Girassi jetzt am Ball, spielt in die Mitte das Reiner und dann steht es 0:3. Das ist ziemlich einfach, St. Pauli macht es uns ziemlich einfach und damit führen wir mit 0:3. Duran will jetzt am Ball, sieht ein Matcher mal mit dem Distanzschuss, aber Burchardt pariert. Eckstoß jetzt Groß, führt die Ecke aus, da kommt Girassi dran, aber der Ball geht knapp übers Tor. Girassi jetzt, Adeyemi mit der Innenseite, aber mit der rechten, das war Duran Will, nicht Adeyemi und ja, der Ball geht vorbei.
Rainer, oh Gott, Rainer muss den Ball da behaupten, das ist groß, der schießt mal aus der Distanz, aber Burchard kann wieder parieren. Rainer am Ball mit dem Schuss, Burchard kann parieren. Und das war's mit Halbzeit 1, wir führen mit 0:3 auf St. Pauli. Matcher sieht jetzt, dass Rainer Platz hat, Rainer im Duell mit dem Verteidiger, schießt aufs Tor, aber Burchard pariert erneut. Pascal Groß jetzt mit dem Eckstoß, der kommt zu Schlotterbeck, der kommt da nicht ran. Da ist Anton, der köpft ihn zu einem Matcher, der schießt einfach aus der Drehung, aber Burchard rettet den Ball. Gio Reyna hat über die rechte Seite jetzt ein bisschen Platz. Am zweiten Pfosten sieht man Karim, der ist aber ein bisschen sehr weit weg. Da ist ein Matcher und der Ball geht leider übers Tor. Duran Will jetzt am Ball. Gegen Smith geht er durch. Duran Will macht's alleine. Duran Will, aber Burchard kann den Ball halten. Groß jetzt mit der Ecke, Schlotterbeck steht ganz frei, aber der Kopfball ist schwach, der geht in Burchards Arme. Wir wechseln fünffach, Hato kommt auf die linke Seite für Benze Baini, Sabitzer kommt rein für den Matcher, auf den Flügeln wechseln wir, Bakayoko und Gittens kommen rein für Duran Will und für Adeyemi und vorne kommt Bayer rein für Gerassi. Boah, das ist jetzt gut gemacht von St. Pauli, das Höhler, aber der Schuss ist schwach, den hat Kobel. Gerassi spielt den Ball zu Duran Will, der stand nicht im Abseits, Duran Will gegen Wahl. Hat jetzt so keine Anspielmöglichkeit. Da ist Rainer, der sieht einen Matcher. Ein Matcher mit dem Schuss, aber Burchard kann wieder parieren. Kuto jetzt mit der Ecke, die kommt zu Schlotterbeck. Der setzt sich dann nicht durch. Da ist Bayer, der wirkt ja mal gefährlich in die Mitte und Schlotterbeck haut den daneben. Groß, Groß sieht Bakayoko, der jetzt über rechts gegen Ritzka. Geht da durch die Mitte, geht da am nächsten vorbei. Bakayoko, dem fehlt eine Anspielmöglichkeit, macht es alleine und haut das Ding ins kurze Eck. 0:4. Ja, Bakayoko setzt sich da gut gegen zwei Leute durch, zieht in die Mitte auch einmal. War ja ganz blank, in der Mitte stand keiner, er macht selber und haut das Ding ins kurze Eck. Und der Keeper kommt da nicht mehr dran. 0:4 steht's damit. Schönes Ding von Bakayoko. Gittens jetzt über links, war mit Platz. Gittens im Alleingang, spielt den zurück. Da ist Rainer, der spielt direkt weiter zu Groß. Groß mit dem Schuss und der Ball sitzt. Doppelpack von Pascal Groß und das ist das 5:0 und das war eine ziemlich dominante Partie und damit sollte es jetzt wirklich endgültig entschieden sein. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch eins machen können. Ich hoffe, wir halten auf jeden Fall die 0, das wäre wichtig. Hier sehen wir es nochmal, gut gemacht. Schöner Rabona-Pass von Rainer und dann Groß haut er in die kurze Ecke und Burchard kann man auch halten, würde ich sagen, aber das eine Tor ist dann auch nicht mehr so schlimm für St. Pauli. Und das war's, wir gewinnen mit 0:5 bei St. Pauli. Ziemlich gute Vorstellung und jetzt als nächstes geht's nach Bergamo gegen Atalanta Bergamo. Das ist jetzt die Aufstellung für das Spiel in Atalanta Bergamo. Im Tor steht Kobel, die Innenverteidigung bilden Süle und Schlotterbeck. Was ich vergessen habe, wo ich darauf zum Glück geachtet habe, dass ich Süle gebencht habe, ist, dass Anton ja gesperrt ist. Das habe ich voll vergessen, daran habe ich gar nicht gedacht. Gut, dass ich Süle trotzdem geschont habe. Ja, Riasson auf rechts, ein bisschen defensiver als Kuto, links Hato. Auf der 6 dafür Varela und Sabitzer, daneben Adeyemi und Bakayoko, auf der 10 Brandt und vorne spielt Bayer. Brandt sieht jetzt Varela, Varela mal aus der Distanz mit dem Schuss, der wird allerdings abgeblockt und geht übers Tor und es gibt Eckball. Oh, guter Ball ist auf Skamaka, aber Kobel rettet. Bayer jetzt am Ball, geht da am einen vorbei, Bayer immer noch, muss zurückziehen und spielt erstmal zurück zu Brandt. Da ist jetzt Varela. Varela mit dem Übersteiger, weiß aber auch nicht so wohin. Da ist Brandt. Brandt verschafft sich Platz, schießt einfach aus der Distanz, aber der Ball geht weit übers Tor. Das war's mit der ersten Halbzeit, es steht 0:0. Ich würde sagen, wir hatten gute Kontrolle die ersten 25 bis 30 Minuten. Da wurde ziemlich ausgeglichen, von Bergamo kommt zum Glück bislang ziemlich wenig. Wir wechseln fünffach. Kuto kommt rein für Riasson, um das Ganze ein bisschen offensiver zu machen. Matcher und Groß kommen rein für Varela und Sabitzer. Auf links kommt Gittens rein für Adeyemi und Gerassi kommt rein für Bayer. Es muss jetzt offensiv was passieren. Auch wenn wir mit dem 0:0 leben können, da kommt es trotzdem ziemlich wenig. Oh, jetzt ist da die Lücke. Skamaka. Skamaka mit dem Schuss. Kobel pariert. Gerassi jetzt sieht oben Gittens. Gittens mit Platz gegen Kusunu, den Ex-Leverkusener. Gittens mit dem Schuss, aber den hat Patricio sicher. Bakayoko, Bakayoko entkommt der Grätsche, macht das super, aber dann verläuft er sich ein bisschen und haut den Ball ins Außennetz. Gerassi jetzt schickt Gittens, der Platz hat. Gittens gegen Kolasinac. Gittens mit der Innenseite, aber Patricio rettet. Deron sieht, dass Kovalenko Platz hat. Jetzt ein Gegentor wäre natürlich absolut bitter, aber Kobel hat den Ball. Kovalenko jetzt sieht Skamaka. Skamaka Schuss, den hat Kobel zum Glück und das war's.
Wir spielen 0 zu 0. Mit dem Ergebnis können wir an sich zufrieden sein. Mit der Offensivleistung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber im Rückspiel ist natürlich noch die Möglichkeit, zu Hause ins Viertelfinale einzuziehen. Ja, ich denke, ich habe euch gerade die größten Highlights gezeigt. Da waren nämlich nicht viele dabei. Also ein kurzes Spiel. Ich hoffe, das Rückspiel wird ein bisschen intensiver und spannender. Wir haben zwei neue Nachrichten. Schlotterbeck bedankt sich für die vielen Spiele. Da sagen wir, deine Einsatzfreude ist großartig. Das macht mich richtig stolz. Ich freue mich darauf, mehr von dir gezeigt zu bekommen. Und Sabitzer sagt, dass es ein herber Dämpfer ist, dass er ausgewechselt wurde. Und wenn er nicht rausgenommen wurde, wäre mehr als ein Remis machbar. Ich hätte genau die eine Chance rausgeholt. Also, als der rausgenommen wurde, lief es offensiv noch schlechter als danach. Also, ich sag, nächstes Mal holen wir den Sieg, weil... Also, er hat jetzt in den 60 Minuten, die er drin war, nicht gerade gezeigt, dass er für viele Kreativmomente gesorgt hat. Unsere Aufstellung gegen Augsburg sieht so aus. Kobel im Tor, Süd und Anton Bell die Innenverteidigung. Kuto und Benzobaini stehen auf den Außenverteidigerpositionen. Groß und Sabitzer bilden die Achterposition. Gittens und Ademi auf dem Flügel, Brandt auf der 10 und Bayer spielt vorne drin. Wenn ihr das hier seht, sollte das Video am Samstag, dem 26.10. um 12 Uhr rausgekommen sein. Ich hoffe. Ja, da spielt Dortmund ja auch in echt gegen Augsburg im Laufe des Nachmittags. In Augsburg. Hier ist es zu Hause. Ich hoffe, ich sehe bei beiden einen Sieg, aber wichtiger ist mir natürlich in Real Life, dennoch hoffe ich, dass wir auch hier gewinnen können. Vorab natürlich eine kleine Sache. Ich sehe natürlich, dass einige von euch noch nicht abonniert haben. Gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn euch diese Videos hier gefallen. Das würde mich sehr freuen. Denn Stand jetzt fehlen, glaube ich, noch 28 Abonnenten für mein ausgerufenes Ziel, die 500 Abonnenten bis zum Ende des Jahres zu erreichen. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Danke an alle, die schon abonniert haben und an die, die liken. Vielen Dank. Generell danke, wenn du dieses Video hier guckst. Außerdem, wenn du öffentlich abonniert hast, wirst du vorgelesen. Und das werde ich jetzt tun, denn es haben viele Leute nochmal abonniert. Einmal Felix Bam, Kirmesfan Leo, N-L-Y und J. Vielen Dank an euch vier fürs öffentliche Abonnieren und danke auch an die anderen, die abonniert haben. Boah, schwerer Ballverlust. Essende jetzt gegen Anton Essende. Eckstoß jetzt für Augsburg. Arne Meyer führt die Ecke aus. Die kommt zu Oxford. Die kommt da irgendwie durch. Bayern, nein. Da ist Okugawa. Wolf, Marius Wolf. Das fehlt jetzt noch, wenn der trifft. Er trifft. Marius Wolf, der Ex-Dortmunder, macht Augsburg hier, ja, bringt sie zur 1-0-Führung in Dortmund. Hier sehen wir es nochmal, Okugawa legt ihn zu Marius Wolf ab, da geht keiner wirklich ran. Anton verschätzt sich und er haut das Ding ins lange Eck. 1-0. Freistoß jetzt für Augsburg, aber Rexbeck scheit, geht da nicht hin. Wolf haut den aufs Tor, aber der wird abgeblockt und geht nur auf die Latte. Essende, da ist Meier mit viel Platz und da ist das 0-2. Wir spielen absolut bodenlos. Die KI macht mich auf Legende komplett fertig. Adeyemi sieht jetzt Brandt. Brandt gegen Joveleo, aber da fehlt die komplette Anspielmöglichkeit. Da ist nix. Jetzt Bayer vielleicht abgeblockt. Sabitzer mit dem Schuss, aber eine gute Parade verhindert hier das Gegentor. Das Gegentor für Augsburg natürlich. So, jetzt über die linke Seite. Kuto macht das schlecht. Rexbeck Schei. Da ist wieder Sor, Kor, Kuto verliert komplett den Gegenspieler. Da ist Okugawa, Kobel rettet mal wieder. Adeyemi gegen Joveleo, da ist jetzt Bayer. Bayer mit dem Schuss, aber die Parade verhindert das Tor. Da ist Bakayoko und Gittens, nicht Bakayoko, der haut das Ding hier rein. Nimm den Ball mit, Junge, 1-2 nur noch. Ja, hier ist der Schuss von Bayer und dann ist Gittens zum Glück wach, haut den direkt aufs Tor. Der Verteidiger kommt nicht mehr hin, Labrovic auch nicht mehr und der Ball sitzt. Das war's mit Halbzeit 1, es steht 1-2, Augsburg dominiert eigentlich über weite Strecken das Spiel leider. Oh, das ist jetzt Essende, aber Kobel rettet wieder mal. Eckstoß jetzt, Brandt führt die Ecke aus, Anton kommt ran, aber er haut den daneben. Oh, da ist jetzt Sor, Kobel muss raus, Kobel macht sich breit und hält den Ball. Ja, währenddessen es immer dunkler in meinem Zimmer wird, wechseln wir fünffach. Riasson kommt rein für Kuto, Bakayoko kommt rein für Gittens, Varela und Metscher kommen rein für Sabitzer und Groß und vorne kommt Girassi rein für Bayer. Guter Ball jetzt auf Essende und Kobel mit einer super Tat. Adeyemi jetzt gegen Wolf. Adeyemi ist natürlich deutlich schneller, aber Joveleo macht das dazu. Da ist so viel Platz jetzt. Girassi braucht zu lange. Da ist Bakayoko. Bakayoko, aber die Parade von Labrovic verhindert da das Ding. Bakayoko jetzt. Da ist Brandt. Brandt mit dem Schuss. Aber Labrovic, Adeyemi an den Außenpfosten. Rexbeck Schei jetzt durch die Mitte. Rexbeck Schei. Da ist Okugawa. Da kommt keiner hin. Kobel, gute Tat.
Und das Loader jetzt. Kobel kommt raus, kann den Ball halten. Da kommt ein Longshot. Den muss Kobel haben. Da sitzt Loader mit dem Schuss und wieder Kobel, der rettet. Brand jetzt. Brand spielt zu Girassi. Girassi immer noch am Ball. Brand mit dem Schuss. Labrovic pariert. Und wir verlieren zu Hause gegen Augsburg 1-2. Das war, ja, schwach in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit nutzten wir unsere Chance nicht. Und somit verlieren wir. Ja, der Blick auf die Bundesliga-Tabelle zeigt, dass der Traum von der Meisterschaft immer mehr verschwindet. Es sind zwar noch 9 Spiele, glaube ich, zu gehen. Aber wir sind jetzt gerade 5 Punkte hinter Bayern. Wir haben zwar das leicht bessere Torverhältnis, doch die 5 Punkte müssen wir erstmal aufholen. Das Gute ist, wir haben noch das direkte Duell in München. Wenn wir das gewinnen, sind wir zumindest auf 2 Punkte ran. Aber das dauert auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Und als nächstes kommt ja auch Leipzig in der Liga, was auch nicht leicht wird. Und Stuttgart und Leverkusen drücken ja auch noch von hinten. Währenddessen wir in der Champions League. Es sieht so aus. Ja, Paris kommt vermutlich weiter. Real Madrid, Bayern ist auch ausgeglichen. Wir natürlich gegen Bergamo ist ausgeglichen. Aston Villa kommt vermutlich weiter. Das ist das Falsche. Ja, Liverpool haut vermutlich Stuttgart raus. Salzburg kommt vielleicht gegen Inter weiter. Arsenal haut Lille raus. Und Man City kommt vermutlich gegen Turin weiter. In der nächsten Folge gibt es dann das Rückspiel gegen Atalanta. Danach müssen wir nach Leipzig und zu Hause gegen Mainz. Wenn wir gegen Atalanta gewinnen, kann ich mir vorstellen, dass nach Mainz das Champions-League-Spiel kommt. Ansonsten spielen wir, erst kommt das Pokalspiel. Wir spielen zu Hause gegen Stuttgart im Halbfinale des DFB-Pokals. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, ciao!